Moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns Jenkos mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute zurück in Train Simulator Classic. Hier die Fahrdienstleitung an 40293, bitte kommen. 40293 hört. Du kannst direkt auf die Strecke. Unterwegs wirst du aber vom Regionalexpress 4709 überholt. Dann gute Fahrt. Alles klar, danke. Genau. Ja, zu einer weiteren Folge. Ja, von den Jenkos habe ich ja schon Leute gesagt. Ja, wir sind heute unterwegs auf der Schwarzwaldbahn von Haus auf, ja, auf der Strecke Haus auf Konstanz. Und wir fahren heute, ja, einen schweren, ja, Güterzug oder das heißt einen Schwerlastgüterzug. Ja, mit der Baureihe 189. Das Bullock-Variante. Ja, von VR die Expert-Line. Also mal was anderes. Ich glaube auch das erste Mal die Expert-Line, die wir unterwegs sind. Und ja, wir transportieren heute Transformatoren mit den neu erschienenen UAAI-Güterwagen von 3D-Zug, die man jetzt allerdings allzu gut nicht erkennen kann. Man sieht, es sind extrem lange Güterwagen, die auch mehrere Achsen haben. Und eben halt für schwere Güter ausgelegt sind. Und wir transportieren hier so ein paar Generatoren. Auch schön befestigt auf Ketten und allem drum und dran. Genau. Fahren wir weiß nicht, ob das für diese Güterwagen relativ lang ist, der Güterzug. In meinen Augen ist das noch ein relativ kurzer Güterzug, aber Transformatoren. Ja, wiegen ja auch ganz schnell mal mehrere Tonnen. So, gut, Seefahrt-PZB habe ich eingeschaltet. Wir werden dann so noch aufrüsten den Zug. Wir werden noch den Scheinwischer einmal aktivieren. Auf Intervall, weil es schneit heute ja ein bisschen. Genau, die AFB können wir noch einschalten. Und Ausfahrt auf 40 stellen. So, den Richtungswender können wir auch mal vorne machen. Na, ja, hier vorne. So. Instrumentenbeleuchtung schalten wir so ein und macht das Klepplicht wieder aus. Braucht man nicht. T-Shirt-Los kann man sowieso nicht runter machen. Gegen die Fenster auf. Auch nicht. Genau. Ist nicht so schlimm. Lokbremse lösen. So. Die Zugbremse lösen. Und machen wir uns den FD3-Monitor an. Hat mittlerweile jetzt auch, ja, eigentlich mal das geupdatet, dass das jetzt auch so schwarz ist bei mir. Und dann würde ich sagen, dann mal gucken, ob wir losfahren können. Ja, Ampere-Tüte aufbauen, dann geht die wilde Fahrt auch los. So. Genau, ja, wir starten übrigens hier in Haus 8 und fahren ja bis nach Singen. Ja, ungefähr 115 Kilometer ist die, ja, werden wir fahren oder zurücklegen mit der Baureihe. Und ja, Szenario soll ungefähr 100 Minuten gehen, also ja, knapp 2 Stunden. So, fahren wir in der obersten Zugart, weil die Wagen anscheinend ausgelastet sind bis auf 120 km/h. Die unsere Lokomotive ist ausgelastet bis 140 km/h, aber wie gesagt, wir dürfen auch nur 120 fahren. So, kann man auch kurz überprüfen, ob hinten Zugschlusstafeln dran sind. Ne, sind nicht dran, okay. Ist nicht so schlimm. So, und dann würde ich sagen, geht die wilde Fahrt los. Genau, Aufgabe ist auch ein 3D-Zug. Wenn ihr euch dieses Güterwagen-Pack kaufen tut, kriegt ihr natürlich auch, ja, 2 Aufgaben mitgeliefert. Je nachdem, welche Version ihr habt, habt ihr die Steam-Version der Baureihe 189. Habt ihr nur die 2 Aufgaben, habt ihr die Expert-Line-Variante von VR, wie ich, dann sind das dieselben Aufgaben, nur mit der Expert-Line. Aber weil ich die Extra-Line-Variante habe oder mir erst letztens gekauft habe und die einfach wirklich super ist und auch einfach mehr Spaß macht, in meinen Augen halt, ne, weil ich es ja eher lieber realistisch mag, spiele ich natürlich lieber die Expert-Variante. Das war ein bisschen anstrengender mit den Aufrüsten, weil die ja eben halt, ja, realistischer sind, aber Handbücher und allem drum und dran werden ja alles mitgeliefert. Da muss man auch nur mal einen schlauen Blick reinmachen. Aber eben halt natürlich auch neuer Sound.
Die Bordcomputerstimme ist natürlich auch anders vom Güterzug. Ist das 185, ne? Ja. Doch, ja. So. Das wird hier dabei jetzt einen anderen Zug hier. Andere Güter. So. Ja, dann dürfen wir auf 90 beschleunigen, beziehungsweise gleich auf 120. Kann man die auch wieder auf 120 ja durchschießen. Aber ein bisschen zu weit. Ja, ist so ein bisschen überbelichtet hier die Monitore. Beziehungsweise. Kann sie auch auf Dark machen. Das sieht da schon besser aus. So. Wunderbar. So, aber wir haben nur eine Zuglichtvariante, ne? Na, ganz fair. Dann war es auch die zweite Variante. Sieht besser aus in meinen Augen. So. Und dann geht die wilde Fahrt dann auch los. Ich hoffe, das passt alles mit den Sounds. Sollte aber passen. Wie gesagt, auch von Radizio kam auch schon so am Anfang gehört. Gab es wieder tolle, ja, tolle Ansagen. Oder ja, einen kleinen Zugfunk zum Anfang. 410 schon mal runter. Bin gespannt, wie hier die Bremsen sein werden. Ja, und die Strecke so ist hinterher natürlich sehr kurvig. Das wird natürlich dann auch eine Herausforderung und vor allem auch sehr bergig. Die Schwarz-Weitbahn-Linie. Aber wir werden da schon irgendwie alles hinbekommen, ja. Bin zumindest der festen Überzeugung. Ich werde nur ausfallen lassen hier auf die 90 runter. Der Rest müsste er ja eigentlich alleine machen. Sparen wir uns nämlich unsere Zugkraft. So. Schön, aber gefällt mir. Ich werde euch die Baureihe verlinken unten, euch unten in der Beschreibung und auch die Güterwagen von 3D-Zug. Ich glaube, die kosten 8,99. Wie gesagt, sind auch noch zwei Aufgaben dabei. Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, was die Expert-Line-Variante kostet. Ich glaube an die 20 Euro circa ungefähr. War das, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz so sicher. So. Darunter waren sie auf 80 hier. Können wir ausrollen lassen hier. So, genau, so eine Standardaufgabe. Da braucht man keine Punkte sammeln hier. Kann man auch mal 1-2 km/h schneller fahren, wenn es nötig ist. Ja, Störung. Und Störung. Störung ist nicht gut. So, gut. Mal ein bisschen gegensteuern hier. Ich muss sagen, es ist auch erst meine erste richtige Fahrt. Ich habe gerade mal keine Testfahrt gemacht, aber das war es auch. Ja, ich hoffe, ich schneide hier ganz gut ab. Zumindest konnte ich mit dem Ding schon mal anfahren. Ist auch schon mal viel wert. Genau, wir haben noch einen Zwischenhalt in St. Georgen. Fahren dann über Willingen. Und genau, fahren dann über Engen. Genau, und halten dann in Singen. Genau. So ist es. So ist es. Genau, das ist die erste Aufgabe davon. Ja, für morgen um 7:30 haben wir es jetzt mittlerweile. Sind ja jetzt hier auch schon knapp 10 Minuten unterwegs. Und ja, schneit und es ist Winter. Das heißt, mal gucken, vielleicht werden wir noch einen schönen Sonnenaufgang bekommen. Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Mal abwarten. Mal abwarten. So. Aber ich muss sagen, ich finde es cool, dass es 3D-Zug noch geschafft hat, die Güterwagen rausbringen. Das habe ich euch schon mal in den vergangenen Videos gesagt, dass ja, dieses Jahr, also im Jahr 2022, noch ein Güterwagen rauskommen soll von 3D-Zug, was sie auch geschafft haben. Sehr schön. Jetzt die Güterwagen vom 3D-Zug Güterwagen-Pack. Achso, was mir übrigens einfällt, Freunde.
Sind das Video zwar hier gerade am 31.12.2022 auch, aber wenn das Video online kommt, haben wir schon 2023. Also ich wünsche natürlich all meinen Zuschauern, ja, natürlich noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und hattet hoffentlich alle, ja, einen tollen Start bis jetzt gehabt und ja, habt euch gut verabschiedet von Katastrophenjahr 2022. Genau. Habe ich ganz vergessen, wollte ich eigentlich nur zum Anfang sagen. Aber dann gab ja die Fahrdienstleiter wieder dazwischen gesprochen. Ah, ist die Katastrophe, du. Katastrophe. Aber naja, was müssen wir machen? So. Gut. Vorne sind 70. Aber ich muss sagen, die Lok schlägt sich ja bis jetzt hier ganz gut. Gut, wir haben ja auch so die Hälfte des Güterzuges auch nicht beladen. Also ich glaube, so schwer werden wir jetzt ja auch nicht sein. Würden wir jetzt hier extrem, also würde jetzt alles beladen sein, ich glaube, da wären wir schon extrem schwer. Genau. Und übrigens, es gibt auch verschiedene Ladungen im Teil. Ne? Jetzt in dem Fall tun wir Transformatoren befördern. Aber es gibt auch noch andere. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, welche es ganz genau waren. Aber wie gesagt, ich packe euch unten den Link rein von der Seite von 3D-Zug. Also kommt ihr gleich eben halt zu den Güterwagen und dann könnt ihr selber nachschauen. Ist immer eine tolle Beschreibung dabei. Ja, wo alles feinstens beschrieben ist. Und ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Sonst hätte ich jetzt geguckt und euch vorgelesen, aber muss mich hier so ein wenig konzentrieren. So. Vor allem, ich muss jetzt 4 Videos hintereinander haben. Baden muss ich noch, immer nur Wohnung sauber machen, Tiere füttern. Muss ich schon fertig machen, dann wieder zu meiner Mutter gehen. Weil wir, also heute, wie gesagt, das Video hier gerade am 31.12. auf, ja, zu einer Silvesterfeier eingeladen sind. Und jetzt haben wir es 10 Uhr und 14 Uhr muss ich los. Ich habe noch haufenweise zu tun. Jedenfalls am besten Falle ohne Programm. Weil ich ja davor die Tage auch arbeiten war. Eigentlich hätte ich ja schon am 30. frei gehabt, aber wie man sich anders kennt, zwischen Weihnachten und Neujahr sind die meisten immer krank. Und dann muss man auch mal springen. Habe damit persönlich kein Problem, aber das habe ich am 30. und am, ja, am 31. und am 1.1. habe ich wenigstens frei. Wenn nicht noch ein Anruf kommt. Man weiß es ja aber nie. Genau. So. Ja. Sonst bin ich mal gespannt, was wir dann in diesem Jahr alles erwarten werden für Schwellensimulator, die auch noch nicht angekündigt wurden. Scheiße, Störung. Verlierst du die ganze Zeit den Zugfunk oder was? Schwierig. Naja. Ja, mal gucken. Also 3D-Zug hat schon ein paar Sachen angekündigt. Erstes SLO hat auch schon ein paar Sachen angekündigt. Irgendwann Berlin wurde ja auch angekündigt. Ja, dann mal gucken, was sonst noch so kommen wird. Weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe mal in einem Video, aber Dr. Games hat ja, einen Beitrag hochgeladen für den Schwellensimulator. Und zwar wollen sie den ja anpassen. Also die wollen das Start, also es ist geplant, dass das Menü überarbeitet wird von Schwellensimulator. Und dass die nur noch eine 64-Bit-Version anbieten wollen und keine 23-Bit-Version, also das heißt, sie wollen das Spiel anpassen an, ja, die heutigen PCs so ein bisschen, weil, ja, der Trendsam wird deutlich sein, wir sind halt raus 2009, und ja, jedes Jahr wurde es bei mir so ein bisschen geupdatet, früher mehr als jetzt glaube ich, so die letzten Jahre waren nicht großartig, abgesehen, dass eine neue Strecke mal dazu kam. Und sonst war es eigentlich, ja, tote Hose größtenteils von Dovetail Games hier. Aber das Spiel lebt wenigstens noch von, ja, Drittentwicklern wie RSSLO, VR, Long Bridge Entertainment
und ja, wie sie noch so alle heißen. Und vor allem mittlerweile auch an Freeware-Strecken halt. Ne? Es gibt jetzt zig verschiedene Freeware-Strecken, ja, wo ich unter anderem davon, glaube ich, zwei oder drei besitze. Es gibt viele, die mich interessieren. Aber ja, es gibt viele Strecken, die irgendwie immer Probleme bereiten in meinen Train Simulator. Habe auch keine Ahnung wie, wieso, weshalb, warum, aber ist auch nicht so schlimm. Ja, es geht auch so ganz gut. So, jetzt wir erstmal zur ganzen Tunnellandschaft hier. Wir wollen jetzt hier durch den einen oder anderen Tunnel fahren. Aber es sind so Streckenabschnitte auf der Strecke, wo man dann auch wirklich bis 160 beschleunigen darf. Wo es dann auch wirklich relativ zügig geht. Jetzt gerade ist es nicht der Fall, aber die kommen noch. Da bin ich mir sicher. Aber natürlich gibt es auch die Strecke vor uns. Ne? Jetzt alleine sind es ja genug. Kann ich gerade nicht einsehen. Aber von außen kann ich auch nicht gehen. Ich glaube, das Licht angeschaltet. Dann nehmen wir Licht an. So. Jetzt ist wenigstens mal Licht an. Ah. Weil jetzt hat er auch Licht hier. Naja, gut, kann man ja auch mal machen. Ne? Kann man ja auch mal machen. Weil so war man auf der Strecke in Videoform noch nie unterwegs, im Leistung war mal unterwegs. Das war mal in Regionalbahn. Ich glaube, einmal die komplette Strecke abgefahren. Das war es dann aber, glaube ich, auch. Ein paar Amis waren. 185 vorne dran. Oder war vorne dran. Aber es ist halt eine mega coole Strecke, also ich bin hier sehr gerne unterwegs, auch offscreen, fahre ich hier sehr, sehr, sehr gerne. Und man hat hier halt alles dabei. Und hat auch einfach eine schöne Landschaft. Jetzt kommt die nicht so gut rüber, aber wenn es wirklich hell ist im Spiel, ne, dann sieht das schon echt gut aus. Ja. Schon. So, die Töne sind auch alle hier beschriftet. Wäre auch mal sehr cool. Ah, kommen noch ein paar hier. Schön durch den Schwarzwald hier. Durch den deutschen Schwarzwald. So, St. Georgen soll mal halten. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal eine Zugüberholung haben. Vielleicht kommt, meldet sich ja dann nochmal die Ordensleitung. Mal abwarten, was er uns dann sagt hier. Aber irgendwie bin ich noch ein bisschen müde. Ja. Obwohl ich schon einkaufen war. Ach, gefrühstückt habe ich heute auch schon. Wollte dann eigentlich baden, aber bin doch erstmal zu entschlossen, erstmal wenigstens ein Video aufzunehmen. Was ja kein Problem ist. Genau. So, übrigens auch die Siefer-Taste ist ja auf Leertaste und aktiviert wird jetzt mit Steuerung 7a und LZB konnte mit Steuerung und 6 aktivieren. Sonst mit Steuerung oder Shift B könnt ihr die Lok, ja, also die Batterie einschalten, hat auch mit Steuerung und P Auswahl, entweder heben, mache ich meistens immer mit dem Bedienfeld hier, was man gerade nicht sieht, weil es eben halt dunkel ist im Tunnel. Genau. Also so ähnlich wie die Expert Line, ja, also BR 120 Expert Line oder Intercity, ich glaube auch mehr Expert Line Züge, doch die 100, die Baureihe 112, habe ich auch noch, Expert Line Variante, gut, Dreier, das sind es Dreier. Aber ein paar möchte ich mir noch holen. Unter anderem die ja, Baureihe 155 unter anderem. 101 auf alle Fälle auch. Auch sehr cool. Wir werden mal gucken, was so noch so in Zukunft kommt und was mich so anspricht. Also ja, sind unter anderem auch relativ viele alte Baureihen. Also die Baureihe 155.
ES95 jetzt, oder ES64 in dem Fall, die wir jetzt gerade steuern, von der Dispo-Lok, sind ja relativ, also sind auch alte Baureihen, aber im Gegensatz zur Baureihe 151 oder 101, ja, ist die moderner auf alle Fälle. Genau. Also es ist so um, ja, ungefähr so mit, ja, den modernsten Fahrzeugen, die sie eben halt ja, im Angebot da haben oder diese anbieten halt. Sagen wir es mal so. So. Ja, schon krass, ne? Mehrere Kilometer, nur 70, man hat das Gefühl, man kommt nicht voran. Aber wir können ja mal kurz auf der Karte gucken. Finden uns nämlich gerade hier. Und da haben wir noch ein ordentliches Kreuzel hier vor uns. Also, es wird dann noch entspannter, aber ja, erstmal nicht. Erstmal bleibt das so. Aber es gehört eben dazu. Aber eben halt hier hinten dann zum Beispiel, ja, kann man auch schön hoch, also kann man dann auch eben halt schon schneller fahren hier oben. Ja. Es ist eben halt alles dabei. Ich weiß jetzt aber nicht, wer in der Wegleiterstrecke ist. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Naja, da ihr noch was wissen, dann kannst du natürlich dies sehr gerne uns unten in die Kommentare uns mitteilen. Ah. Und nehmen wir ein bisschen Suppen. Schöne Banana Spezi. Zum Lidl gibt es ja wenigstens diese großen Dosen, wo ein halber Liter drin ist. Sonst Netto Kaufland oder irgendwie so kriegt man die ja überwiegend Teil entweder in Flasche oder in diese 0,33 Dosen. Aber das finde ich schön bei Lidl, kriegt man die wenigstens einen halben Liter zu kochen. Keine Ahnung, wie wir es schlimm finden, dass ich das Spitz aus der Dose trinke, aber hier bei uns auf dem Dorf gibt es nichts. Kein Getränkemarkt, gar nichts. Noch weiter warten haben wir. Hey, hey. Ja, wo ich mir so einen Kasten Spitz hier einfach holen kann. Haben wir nicht. Leider Gottes. So, weiter warten. Und angenehm 60. Mal bestätigen. Passiert da mal hier was? Aber ich muss sagen, bremsen sie gut. So. Ja, noch ein Rangiersignal, ne? So, wir dürfen weiterfahren. Noch ein Rangiersignal. Sounds finde ich super, muss ich sagen. So. Noch ein Schlöning hier. Gut, das ist auch gerade echt blöd gewesen. Geht nämlich berghoch. Was haben wir aus dem Tunnel raus gesehen, echt? Da, Scheinwischer auf Intervall. So. Geht noch. So, dann schon runterschalten auf 60. Ich sagte auf 60. So. Wunderbar. So, wir waren uns ausgegangen. Jetzt müssen wir aber erstmal die nächsten Vorsignale abwarten. Für die, ja, das nachfolgende Hauptsignal aussieht. Mal gucken. Aber wenn wir jetzt natürlich noch eine Regionalbahn folgen, wird es natürlich schwierig. Ja, das heißt schwierig nicht, aber anstrengend. Zumindest wenn es erhält. Ah, 500er, ich muss bremsen. Und rotes Hauptsignal.
Eieiei. Ja, das war jetzt ein Schreck, ja. So. Aber das Band ist aber noch ausgeglichen. Eieiei. So. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, du. Auch gesagt, wir müssen mal abwarten, das Vorsignal. Weil das war ja nur ein Wiederholer gerade eben. Weil das war ja so scheiße, der Wiederholer. Also, der war ja wirklich kurz davor. Aber die Bremsen sind wirklich echt gut, muss man mal loben. Kommt noch ein Glück dazu. Kann auch sein, dass es eingleisig wird, die Strecke jetzt, der Streckenabschnitt. Dass wir nur abwarten mussten, der Kollege, 185. Das kann natürlich auch sein. Oder die Reibahn gefällt eben halt mit Faulenz. War ein langer Güterzug, ja. Fahrtenzeit nochmal anfunken. Ah, Überfahrt ist erteilt. Ja, mit so einem BP40, glaube ich, rüberfahren. Wir haben zwar jetzt hier diese drei Lampen hier, aber ich glaube trotzdem mit BP40. Wir werden ja sehen, ob das hier funktioniert oder nicht. 500 hat er sowieso noch an. Wir versuchen den schneller als 25 km/h fahren. 440, leuchtet auf. Und damit ist er 500 da aus. Und wir dürfen beschleunigen auf 60. Wunderbar. Gut. In Ordnung. Läuft wie ein Länderspiel. Die Bremse hat auch gut funktioniert. Kann keiner was erzählen, dass ich nicht fahren kann. Genau. Ja, Dispo-Lacklackierung steht aber ja, eigentlich Dispo dran an der Seite, hier nicht. Und ja, mit der Baureihe 189 fahren wir. Bekannt auch als ES64 F4. So, dort, wir gehen rein. Concentration Oils, können Hardbrake wieder auf 70 stellen. Wir können gleich auf 70 beschleunigen. Jetzt weiter ja, für uns. 50 Kilometer noch, dann haben wir schon St. Georgen erreicht. Ist natürlich nämlich auch super. Geht es wenigstens hier voran. Langsam, aber es geht voran. Aber dürfen wir schon später schneller fahren. Wenn wir hier kurvigen Pass hier durchquert haben. Das, ja, ein bisschen ist noch, aber naja. Ich glaube, dann dürfen wir dann sicherlich auch ja, irgendwann mal ja, 100 fahren. Ist jetzt schon wieder eine Weile her, wo ich unterwegs war. Auf der Strecke. Ach Gott, so. Ja, ihr könnt natürlich auch sehr gerne mal eure Streckenvorschläge oder Wünsche, die ihr gerne mal im Video sehen wollt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich natürlich auch ja, interessieren und würde natürlich dann mich auch danach richten. Oder eben halt, wenn ihr mit bestimmt, also wenn ihr mal ein Video mit einer bestimmten Baureihe sehen wollt, könnt ihr dies natürlich auch unten in der Videobeschreibung reinschreiben. Nicht unten in der Videobeschreibung, unten in die Kommentare natürlich. Mein Gott, ey, der Lava hier ein Dümpfiff heute. Ich muss auch dazu sagen, ich bin halt ein bisschen aufgeregt, weil, wie gesagt, wir sind eingeladen, bei der Familie von, also von meiner Mutter, der Freund bei der Familie. Also meine Mutter kennt die zwar schon alle, ich kenne davon schon ein paar, aber nicht alle. Und wir sind ein paar Mann. Der eine wird jetzt sagen, hör Corona hin oder her, aber ja, ist jetzt auch mal gut nach 2 Jahren. Kontaktsperre an Silvester und Lockdowns und die ganzen anderen Scheiß da, dass man dann auch mal ja, wieder treffen kann. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe es dieses Jahr auch ein bisschen übertrieben mit Feuerwerkskörpern. Also
Ja, ich denke mal, heute Abend, am 31.12., ja, werde ich ungefähr 240 € bestimmt in die Luft schießen. So, jetzt sehen wir ja auch mal die anderen Güterwagen hier mit anderen ja, Lasten drauf. Irgendwelche Stahlrohre. Genau, wenn er umgetrieben hat. Genau. Ja. Also, wie gesagt, 250 Euro. Fährt es auf alle Fälle, die in die Luft gehen. Ja, wird sich jetzt am Kopf fassen, Alter, du musst ja Geld haben. Aber, ja, erstens finde ich persönlich, es gehört zu Silvester dazu. Meiner Meinung nach, ne, jeder hat eine eigene Meinung, oder er hat seine eigene Meinung. Ne. Aber ich finde, für mich gehört das zu Silvester dazu und ich liebe es, Martin Geruch von diesen Schwefelstoffen und Schwarzpulver und allem drum und dran. Bunte Lichter. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt hier nur Böller zünden tut oder irgendwie so, wenn dann ja, Batterien und Raketen, ne, die wo die am Himmel, also die am Himmel sind und Lichter machen und in der Luft knallen. Weil erstens, also vor allem die machen auch viel weniger Dreck als Böller. Und wir, bei uns ist es so, wir räumen dann am 1.1. auch mal alles auf, halt, ne, die Straßen und Eignungen dran, weil in der Großstadt da kommen ja dann so eine, ja, Massenfirmen oder irgendwie so und machen dann Gehwege, Straßen sauber und befreien alles für den ganzen Dreck da. Und wir machen das alles selber. Deswegen allein schon auch Raketen und Batterien, Fontänen und sowas, ne? Was relativ groß ist, was du nehmen kannst und dann ja einsammeln kannst und alles in die schwarze Tonne reinschmeißen kannst. Ja, so ist es. So ist es. Aber ich habe viel krankere Leute gesehen, also jetzt die letzten Tage, wo ich einkaufen war, auch bei TikTok, dass die ja schon früh um 5 beim, keine Ahnung, bei Lidl standen und gewartet haben, bis die Läden aufmachen. Also, das ist schon ein bisschen extrem und vor allem, was sie für Geld ausgeben. Also, 250 Euro, noch tut es nicht weh. Ich denke mal, dann am 1.1., wenn ich dann alles in die Luft geschossen habe, ich glaube, wird das mir erst so richtig klar, dass das vielleicht ein bisschen viel Geld war. Aber ist mir, wie gesagt, dieses Jahr egal. Erst also nächstes Jahr werde ich definitiv nicht so viel machen. Wenn es nächstes Jahr Feuerwerkzeug zu verkaufen gibt, das ist ja immer so die entscheidende Frage. Die Grünen, die wollen es ja schlagartig jetzt nicht. Wegen den Tieren und allem drum und dran. Also klar kann ich das verstehen, aber weiß ich nicht. Auf Konzerten Pyrotechnik, Pyrotechnik verwendet. Ja, da müsste sowas auch verboten werden. Zum Beispiel in Hamburg beim Hafengebot, da müsste das dann auch verboten werden. Wegen den Lautstärke und ganzen anderen Kack da. Ne? Also gut, dass wir eben halt CO2 damit produzieren. Ja, mein Gott. Und wenn ich atme, tue ich auch CO2 produzieren. Und wenn ich Auto fahre, tue ich auch CO2 produzieren. Und mit dem Bus fahre ich das genauso. Tue ich im Internet rumsurfen, tue ich auch CO2 ja, verursachen. Das kann man halt nicht vermeiden, aber ich sag's mal so: Feuerwerk, ja, das ist ein Silvester. Und Silvester ist ein Abend in einem Jahr, wo Menschen, und vor allem nicht mal alle Menschen, ja, Feuerwerkskörper zünden. Ja, um einfach den Abend ausklingen zu lassen, das Jahr zu verabschieden, das neue Jahr zu begrüßen, abzuschließen mit dem Jahr. Und das sollen sie uns entnehmen. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich muss sagen, die letzten zwei Silvesterjahre, die waren, das war für mich kein tolles Silvester. Es war langweilig. Also, irgendwie hat irgendwas gefehlt. Also, was, nicht irgendwie, sondern es hat was gefehlt. Eben halt die guten Lichter am Himmel. Der eine oder andere hat zwar nur eine Rakete gehabt oder die, keine Ahnung, illegal in Polen gekauft, Tschechien und ach, keine Ahnung, wo sind noch alle so, also diese Grenzgebiete halt, ne? Aber naja. Aber wir in Deutschland natürlich müssen natürlich die Welt retten, aber das bringt auch nichts, weil wenn, dann muss es die ganze Welt tun und nicht nur Deutschland. Weil Deutschland ist im Gegensatz zu, keine Ahnung, zu China, der USA, keine Ahnung, ein kleines Fleck. Wir alleine in Deutschland können nicht die Welt retten. Wenn, dann müssen wir alle, also die ganze Welt, ne, muss damit aufhören. Aber ich glaube, bin nicht ein, ja, okay, da muss ja anfangen, aber es bringt trotzdem nichts. Nur weil wir eben halt sagen, wir sind artig und vernünftig, bringt das trotzdem nichts. Es macht nichts aus. Nichts.
Vielleicht tun wir 1% weltweit an CO2 sparen. Vielleicht ein einziger Prozent. Weil ein einziger Prozent wird uns jetzt auch nicht uns das Leben retten. Also, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach, solange wir, also die Deutschen, einkaufen aus dem Ausland und damit, weil das dann über Schiff, Flugzeug und allem drum und dran alles nach Deutschland dann irgendwie rüberkommen muss, ne? Sollen wir das machen und selber nicht wie damals in der, keine Ahnung, DDR oder was auch immer, selber produzieren, ja, bin ich auch nicht dafür, dass uns Sachen weggenommen werden, die all die Jahre immer waren. Ne? Oder Jahrhunderten schon waren. Es gibt seit Jahrhunderten schon Feuerwerk, ne? Aber naja. Ja, zum Beispiel in China hier, wie, keine Ahnung, hier so, guckt euch Teddy an. Ja, diese ganzen Plastik-Dinger da, das ist alles made in China. Wird in China hergestellt. Günstig hergestellt. Richtig dreckig, allem drum und dran. Also Plastikkacke und ganzen Kacker, weißt du? Aber es ist keine Qualität, das ist einfach nur Scheiße. Das geht schnell kaputt und allem drum und dran, Scheiße verarbeitet, dies, das und jenes. Ne? Wird dann über mehrere Tage mit Schiffe und Güterzügen, keine Ahnung, vielleicht Flugzeuge, LKWs und allem drum und dran nach Deutschland transportiert. Und wir kaufen das dann, wir Deutsche. Ja, das ist doch eigentlich dämlich. Weißt du, oder wisst ihr, ich würde erstmal anfangen, dass wir selber unsere eigenen Sachen herstellen. Ne? Dass wir nicht alles herstellen können, ist mir klar. Wie gesagt, wir in Deutschland haben nicht allzu, also haben nicht die Ressourcen wie jetzt in anderen Ländern. Aber Plastikschüsseln zum Beispiel, keine Ahnung, Feuerwerkskörpern und allem drum und dran, das können wir auch alles in Deutschland produzieren. Oder zum Beispiel Mehl. Das muss nicht aus der Ukraine kommen oder irgendwie so, müssen wir da nicht einkaufen. Wir haben auch das Klima dafür und die Felder und ja. Einem drum und dran dafür, dass bei uns auch der Weizen wächst. Hat er früher auch gewachsen. Ja, und die Mühlen haben früher auch gelaufen. Noch aber jetzt geht das nicht mehr. Nein, wir müssen teuer einkaufen. Ja, das ist einfach nur dämlich. Und solange wir, und wenn das nicht wäre, glaube ich, dass auch der ganze Welt so wäre, glaube ich, hätten wir schon mal viel getan. Also meiner Meinung nach. Aber jeder sieht es eben halt anders. Ne? Und deswegen werde ich auch nicht auf meine Feuerwerkskörper verzichten dieses Jahr und auf die kommenden Jahre auch nicht. Aber naja, das ist so ein Thema, darüber könnte ich mich, ja, 3 Stunden unterhalten oder irgendwie so. Aber ist egal. Jetzt fahren wir Zug hier. So, wir dürfen gleich auf 110 beschleunigen, sehe ich gerade. Sehr gut, mal ein bisschen schneller gleich unterwegs, ja. Hoffe, wir sollen ja auch mit 4 Kilometern halten, sehen wir. So. Ach, schlimm, ey. Also die deutsche Politik wirklich ist schlimm. Vor allem, was ich nicht verstehe, Digga, warum gibt es so viele Parteien, Alter? Also nicht, 2 Parteien, 3 Parteien, keine Ahnung, und ausreichend, wir haben hunderte von Parteien. Und jeder will was anderes, jeder sagt was anderes, ey, wirklich die Menschen, Alter, das ist. Oh. Das ist eine Katastrophe hier in Deutschland. Und ich muss auch wirklich sagen, ich fühle mich auch in meinem eigenen Land auch nicht mehr wohl. Aber ich muss auch dazu sagen, ich wüsste auch nicht, in welchem anderen Land ich mich wohlfühlen würde. Weil es einfach mittlerweile überall so ist. Das ist das Problem. Schlimm, ey. Ich glaube nicht, wir Menschen machen die alle kaputt, sondern die Politik macht die alle kaputt. Irgendwie. Na doch, glaube ich schon, irgendwie so wird das sein, in meinen Augen. Aber naja. So. Kann man ein bisschen ausrollen lassen. Entschuldigung. Das war Schule, was, ha? Ich war knapp 40. Müsste es sein. Wir fahren dann bestimmt wieder auf irgendein Abstellgleis oder irgendwie so. Und sollen ja dann da halten. Und warten. Oder nicht warten. Keine Ahnung. Auch sein, also 60 sind da, aber ich tue mal lieber vorsichtshalber 40 runterbremsen, weil da war jetzt keine Ankündigung.
was immer ein bisschen schwierig ist, kommt noch eine Regionalbahn entgegen. Der Kollege. Und dran noch 111. So. So, und dürfen bei sogar wieder bis auf 120 beschleunigen. Geht das ja auch alles ein bisschen schneller voran, ja. Gleich. Nachdem wir angehalten haben. Aber vorne ist sowieso noch gut, halten das Signal. Also das nächste Hauptsignal wird rot sein. Das sehen wir ja hier schon an der Ankündigung. So. Ah, 40, recht gehabt. Wunderbar, läuft ja wie ein Länderspiel hier. So, schön. Wenn was funktioniert. Bis jetzt doch keine Zwang mehr. Aber ich denke mal, die eine oder andere werden wir bestimmt bekommen. Und ich schön finde, da vorne geht jetzt so langsam die Sonne auf. Ah, auch sehr schön. So, Lidl ist auch hier. Ah, ich muss auch sagen, was war echt verrückt, was bei Lidl abging. Ne? Also ich habe so viele Videos bei TikTok gesehen, überfüllt die Läden, sofort ausverkauft. Also bei uns der Lidl ist auch ausverkauft. War jetzt hier nochmal am 31. früh drin. Und habe Frühstück geholt, also haben wir ein Brötchen beim Lidl-Bäcker da und ein Glas und Teller und ein bisschen was zu trinken habe ich noch geholt. Dann bin ich mal langgelaufen mit dem Feuerwerkskörpern da. Die haben nur so Tischfeuerwerk oder sowas, aber die Batterien, Raketen und die ganzen anderen Charakter, alles ausverkauft. Also krank, ey. Und nicht mehr im Lager oder irgendwie so. Das boah, also ist schon echt crazy, muss man sagen. So, fahren wir im Bau hier von St. Georgen ein. So. 500er wird auch gleich angehen, kann man schon auch da bremsen unter 25. Der Zug wird uns ja gleich noch überholen. Und der hat nämlich schon grüne Sicht. So. Wunderbar. Aber ich muss auch sagen, wirklich echt gute Bremsen hier. Die 189 hier. Lässt sich echt gut bremsen. Schön. Wenn das funktioniert. Erstaunlich, der 500er ist noch nicht angegangen. Ja. Störung. Ah ja, halt die Klappe immer der Störung, ja. So. So, lass mal die Zeit hier mal ablaufen. So, befinden uns gerade hier. Ja, also wieder das Schlimmste haben wir hinter uns gelassen. Genau, hier kommt noch ein RE2, der uns wahrscheinlich dann gleich überholen wird. Und jetzt wird das alles ein bisschen entspannter. Vorne war so ein bisschen kurvig, aber sonst das entspannter. Und hier müsste Singen sein, genau, Singen. Und hier werden wir halten dann. Ja. 40293 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Fahrdienstleitung hört. Ich nehme mal an, ich stehe hier wegen einer Überholung durch den RE. Genau, der 4709 wird jeden Moment an dir vorbeifahren. Eine weitere Überholung haben wir nicht mehr. Rechne aber vor Singen mit einem Halt am Einfahrtsignal. Alles klar, verstehe. So, schon mal gut, unsere einzige Überholung. Aber ein Singen, Einfahrtsignal, war schon gut. Naja. Ach, wird schon. Wenn wir das bis jetzt gemeistert haben, dann das andere auch meistern. So, 14 Kilometer bis nach Willingen. Eng sind es noch bei 60 Kilometer und 77 Kilometer noch dran Singen. Ja, also nicht mal die Hälfte haben wir geschafft. Aber ich glaube jetzt, wie gesagt, dürfen wir ein bisschen schneller unterwegs sein. Bis auf zumindest 120, also so vom Max. Da wird das schon klappen, ja. So. Mal kurz
Jetzt gucken wir, ob wir ein schönes Thumbnail machen. So, das ist ja weg. Ja, sieht gut aus. So, jetzt warten wir noch. Schon am Bahnhof der Zug, die Regionalbahn. Bis ans Lowlight. Dann können wir es anschließen. Der Vorteil ist, der darf natürlich schneller fahren als wir, weil ich glaube, hier ist dann auf der Hauptstrecke 130, jetzt auf dem Nebengleis nicht, aber auf der Hauptstrecke. Vielleicht haben wir Glück, muss er nicht egal anhalten. Natürlich praktisch. Na, mal abwarten. Gucken wir mal, was da so kommt. Auf uns zukommt. So. Ja, wie gesagt, recht tolle Wiederbank. Kann ich es euch auch mal ein bisschen zeigen. Jetzt sehen wir bestimmt ein bisschen mehr. So sehen sie aus. Wir haben vorne und hinten jeweils vier Achsen. Wie gesagt, für schwere Lasten sind sie ausgelegt. Sehen echt gut aus. Holen wir mal beim Verdruck ab. 111. Und etwas älteren Dostos mit dem Steuerwagen. Sehr gut. Oh, schön auch, wie die Signale oben springen hier. Sehr gut. So, muss noch der Streckenblock frei werden und dann dürfen wir. Und die Weichen müssen sich nur umstellen hier. Ah, das ist mir gleich an sich gerade. Interessant. So ist es. Schön, die Wolken haben jetzt sehen, wie sie hier vorbeiziehen. Sieht auch sehr gut aus. Man muss es ja auch mal loben. Ich weiß gar nicht, ob das das Standardwetter ist von der Strecke oder ob das 3D-Zugwetter ist. Ich glaube, das ist bestimmt 3D-Zugwetter irgendwie so. Ich vermute zumindest mal, dass das Wetter von 3D-Zug sein wird. Muss nicht, aber kann. Aber ich habe mich jetzt auch nicht allzu gut informiert. Ich bin auch ein bisschen unter Stress. Zumindest so, will nicht so viel Zeit für die Vorbereitungen. Also aktuell sowieso nicht, wie gesagt, viel arbeiten gewesen. Gut, war ja eine Woche krank geschrieben, aber da hatte ich noch Schule gehabt. Schule ging halbwegs, aber da finde ich viel in der Schule verpasst. Das war ja jetzt da so die Zeit, wo die ganzen Weihnachtsfeiern waren und so. Bin sowieso nicht so der Mensch dafür. Und habe wieder ein bisschen Fieber gehabt. Aber sonst, ja, geht es ein bisschen besser. Abgesehen, dass ich noch irgendwie zu kämpfen habe mit Schlafstörungen. Aber ich denke mal, es liegt daran, dass ich aufgehört habe mit Rauchen. Also zumindest mit dem Konsum von Zigaretten. Das Einzige, was ich noch rauche, ab und zu mal, das sind diese Vapes. Aber da achte ich zumindest darauf, dass der Stoff Nikotin nicht dabei ist. Es sind ja trotzdem Millionen andere Stoffe, die auch schädlich sind. Das weiß ich. Manche sagen sogar, die sind schädlicher als Zigaretten. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe mich damit noch nicht so richtig befasst, aber zumindest dieser Nikotin, dieser Stoff, der wirklich extrem abhängig macht, ist wenigstens weg. Und man stinkt nicht. Also die Hände stinken nicht und so. Muss ich schon dazu sagen, das ist schon besser. So, Kollege, langsam darf es grün werden hier. Funken, Fahrenfleitung, aber sagt nö. Naja, ganz sicher hier nur noch im Jahr an. Jetzt sind die Zugschlusstafeln. Aha, mittlerweile sind die dran, die Zugschlusstafeln. Sehr gut. Schön. Aber schöne Baureihe, schöne Lokomotive. Genau. Ja, fürs Jahr 2023 habe ich mir vorgenommen, ich nach und nach so die Baureihen der Expert-Line Reihen abrüsten werde.
Also es wird das nächste Gefährt wird definitiv die Baureihe 101 sein. Ja, dann mal gucken, was sich so ergibt, was vielleicht neu rauskommt. Mal gucken. Ja, mal gucken. Aber die 101er ist natürlich auch schön. Auch gleich mit verbesserten Sound und allem drum und dran, weil ja, die Dovetail Games Varianten oder andere Varianten sind jetzt auch nicht allzu schön. Die sind zwar okay, aber jetzt nicht allzu schön. Abgesehen, man hat Soundmods drin, die ich ja auch habe und auch nutze, aber ja, Soundmods sind zwar schön, aber ja, manchmal hat der TS da dadurch ganz schöne Probleme, muss man sagen. Manchmal. Da muss man immer ein bisschen gucken. Hat er auch einen Soundmod drin gehabt für die Baureihe 424, 425, 426. Und ja, da ist es natürlich immer dazu gekommen, dass der TS immer abgeschmiert ist. Und das ist ja natürlich weniger ja, gut. Dadurch habe ich jetzt auch keine ja, gute Möglichkeit, irgendwann die Aufnahmen zu machen. Und Stream ist es auch immer nicht so geil, wenn immer alles abstürzen tut. Ist natürlich dann auch mal belastend, aber wie gesagt, was will man machen? Ändern kann ich das auch nicht. So. Gut. Fahren wir jetzt erstmal aus hier. Aus dem Nebengleis. Da müssen wir nur 40 fahren. Vor allem wegen der Weiche. Und dann hoffe ich, dass wir dann beschleunigen können auf 120 und dann erstmal ja, eine Weile fahren können. Ja, wir sind schon fast eine Stunde unterwegs hier. Gut 50 Minuten. Habe ich ja knapp 2 Stunden. Da war der Szenario. Was ist hier noch? Hey, die war hier. Oh, schön. So, ja, komm, schön, jetzt schon auf 120. Wechselwinkel ist weg. Eine Beeinflussung drin. Wunderbar. Aber was ich sehr schön finde, dass ich das eigentlich jetzt, oder dass mein Zwangsarbeiter hier für mich gemacht hat, die F3 an sich, dass sie jetzt hier schwarz ist, ist natürlich auch mega geil jetzt. Passt einfach besser. Wunderbar. Vorher hatte ich ja die Standard-Dingens gehabt, also die Standard-Version davon. Und jetzt habe ich eine neue Version. Kann man sich übrigens auch im Razen-Forum runterladen. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, ich denke daran, das euch unten zu verlinken. Schön. So, auf die auf 120 ist. Dann kann man schön beschleunigen. Was wirklich, wirklich, wirklich ein mega schönes Gefährt. Macht sich wirklich sehr, sehr gut. Gute Beschleunigung, gute Bremsen. Wirklich kann man sich nicht beschweren. Und vor allem auch eine schöne Strecke. Macht gleich noch mehr Spaß. So, ja, und dann fahren wir jetzt nächstes durch Willingen durch. Hier am Frühmorgen. Schön. Sonne geht auch so langsam auf. Klasse. Richtig, richtig, richtig geile Fahrt bis jetzt. Aber mal gucken, was noch so auf uns zukommt. Man weiß es ja nicht. 3D-Zug hat die eine oder andere Überraschung ja auch mal dabei. Schon alles erlebt hier. Verschiedenste Szenarien. Man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass auch wirklich 3D-Zug. Ja. In meinen Augen der beste Szenarioentwickler ist. Vor allem ist auch einfach, eben zu installieren. Das ist mir auch immer wichtig, dass ich das auch vor allem hinkriege, wenn ich meinen Zwangsarbeiter anrufen muss und der die Nacht dann um 22 Uhr nur vorbeikommt und das alles machen tut hier. Manchmal über mehrere Stunden lang. Weil manche sagen, es ist auch wirklich echt kompliziert hier irgendwie ja, hinzubekommen, dass die hier funktionieren. Also, Katastrophe, Freunde. Katastrophe. Aber was will man machen?
Was will man machen? Schön. Bahnübergänge. Wunderbar, nur geschlossen. Läuft wie ein Länderspeicher. Ach, schön. Halt die Klappe. Mit deiner blöden Störung hier. Gibt's keine Störung. Alles grün. Wunderbar. Ah, so lebt das ja. Genau, übrigens, wir fahren auch in der obersten Zugart. Ist voll auch vom ja, Spiel so gegeben, also vom Szenario zumindest. Ja. Wenn man nur 100 fahren dürften, hätten wir auch in der mittelsten Zugart fahren können. Aber wir dürfen 120 fahren, dann können wir auch in der obersten Zugart fahren. Dass wir auch 120 fahren dürfen. Von daher könnten wir jetzt auch bestellen auf 130, aber wäre jetzt wiederum unrealistisch. Man muss schon achten, na, für welche Geschwindigkeit die Güterwagen ausgelegt sind. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber geht schon. So, hoffe ich mal. Der Regionalbahn einen guten Vorsprung hat ja. Aber ich denke schon. Ich gehe ganz stark davon aus. Aber ich denke mal, durch den Bahnhof von Willingen fahren, dafür wird das wahrscheinlich eher ja, sein. Genau. Mal gucken, ob wir danach wieder beschleunigen dürfen. Mal abwarten. Ja. Hinter Willingen dürfen wir wieder auf 120 beschleunigen. Ah, wunderbar. Boah, die Sonne da, ja, richtig rot, ey. Richtig geil. Geschwindigkeit schon runternehmen hier. Der Fahrschalter raus und dann bremsen. Ah. Hätte die 90 bestätigen müssen. Ja, das läuft also super hier. Warum muss ich denn die 90 bestätigen? So, gab es ja doch noch eine 20, ist doch schön. Der eine oder andere wird sich freuen. So, erstmal die Bremszylinder erstmal wieder lösen. Hauptluftleitung müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Ah, ja, ist richtig. Wir werden nicht losfahren. Aha, jetzt.
Bremsen waren irgendwie noch angezogen. Aber es kann auch sein, dass ich sie nicht richtig gelöst habe gerade eben. Kann natürlich auch sein. So, 1000 Hertz, Wechselblinken 70-85, heißt nicht schneller als 45. Haben wir sicherlich hinbekommen. So. Ah, Mist. Natürlich jetzt nicht so schön, aber nein, was will man machen, ja? Was will man machen? Denn dann kann ich es jetzt auch nicht. Die Zauns. Richtig geil, das Quietschen, Alter. Hey. Ah, schon schick. So, kurz rein. Und dürfen dann gleich auf 90 beschleunigen. Wunderbar. Okay, 90. Dann werde ich mir das nächste Mal 90 auch bestätigen. Ja, untypisch irgendwie. Aber naja. Was will man machen? Was will man machen? So. So, dann fahren wir einmal durch den Bau von Willingen durch. Und dann haben wir wieder Züge abgestellt. Ja, auf der linken Seite schön. Die klappen mit einer blöden Störung hier. Oder Störungen. So. Ui. Ich war hier wieder 130. Oh Gott. Wenn wir dann noch stehen, dann auch rechts. Dann links. Mein Gott, auch oh. Der linken Seite natürlich. Ach, stimmt mit mir halt mal wieder. So. So, gut. Und dann als nächstes sollen wir dann die Überengen fahren. Ja, 50 Kilometer circa. Ist aufgerundet. Besser gesagt. Bis 47 Kilometer. Gut. Wenn wir da angekommen sind, ist es auch egal weit. Bis nach Singen. Singen, singen, ne? Ja. Singen, ja. Also geht alles. So, jetzt haben wir so eine VIP-Signale hier. Das ist ja natürlich auch eine Vollkatastrophe mit mir. Ich weiß ja wirklich, was, welches Signal welche Bedeutung hat. Aber naja, werden wir schon irgendwie hinbekommen. Schön. Ah, jetzt schön hell. Jetzt sieht man auch was von der Strecke. Ah, sehr gut. Schon die nächste Bahnstation. Gut. So. Oh, ja. Oberstrom ist null. Ah, ist das so gut? Spannung 15. Also schon mal in Ordnung. Aber hier, Oberstrom. Ach, ist das gerade wie viel Strom mehr aus der Oberleitung genommen? Das kann natürlich auch sein. Da kenne ich mich jetzt nicht so richtig damit aus, aber naja. Wird schon. Irgendwie alles. Meine Nase heute, ey. Gestern Abend schon, ey. Oh. Schlimm. Augen zu und durch. Nach der Aufnahme bis Stoßlüften und dann erstmal Klo. So. Schön. Ja, genau, wie gesagt, die ganze Strecke sind wir schon mal abgefahren. Wir waren mal fast 3 Stunden unterwegs, also mit der Regionalbahn sind wir abgefahren und sind noch in jeder Station gehalten. 150 Minuten. War schon ordentlich. Das ist natürlich dann auch schon krass brutal gewesen.
Ah ja, so ist es. So ist es. Aber ich glaube, für nächste Woche, für kommende Woche, für die nächsten Videos, ist geplant, ich hoffe, ich schaffe es von der Zeit her, werde ich nicht so viel versprechen, ein selbstgebautes Szenario wieder auf der Strecke Nordbahn oder Deutschland, wo wir dann von Hamburg nach Schwerin fahren werden. Ist geplant, ich hoffe, ich kriege das auch bis dahin hin und ich hoffe, es funktioniert auch alles so, wie es zumindest bis jetzt geplant war, weil ich angefangen zu bauen. Noch ein paar Sachen dafür erstmal installieren und ich hoffe, die funktionieren auch alle. Dann kann ich euch versprechen, das wird eine sehr, 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 sehr geile Strecke. Ich weiß noch nicht, ob das Video dann am Dienstag oder erst am Samstag erscheinen wird. Je nachdem, ja, wie weit ich bin mit dem Bau und der Aufnahmekasten ist. Das Problem ist, bei den selbstgebauten Szenarien, wenn ich das baue, muss ich erstmal die ganze komplette Probefahrt machen. Und umso länger die Strecke, umso länger dauert das auch. Ich glaube, ungefähr die Strecke wird auch ungefähr 2 Stunden lang gehen, also die Fahrt. Also ich muss erstmal bauen. Das nimmt eine Dreifache der Zeit an. Das sind schon mal 6 Stunden. Dann gucken, also fahren, sind irgendwelche Fehler, muss ich die bearbeiten. Und dann die Aufnahme. Also da ist ganz schnell mal ein ja, ganzer Tag weg. Aber naja, so ist es. Aber mache ich natürlich gerne. Weil es Spaß macht. So, 80, bestätigen. Runter. Das habe ich gleich bestätigt. Gehen jetzt langsam hinten. Bremsung. Das wäre mal furchtbar. Ich habe die Tastbelegung irgendwie im Kopf gehabt von TSW. Und da ist das Bremsen meistens mit Ä und Ö und hier ist es mit Ä, Ü und Ö. Das wäre eine Vollkatastrophe. Naja. Gerade noch so gerettet aus. Gerade noch so. Naja, wird schon. So, einmal hier über die scharfe Kurve, die wir wieder beschleunigen. Na, jetzt gleich bis auf 40. Dürfte von Dinger die Lok auch fahren. Zumindest ohne die Güterzug. Und dafür ist er ausgelegt. Ach so. Sie fahren nicht vergessen. Ist jetzt hier überhaupt eine Zickzack-Oberleitung vorhanden? Habe bis jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Wenn wir gleich mal eine gerade Strecke haben, muss man drauf achten. Ja. Das ist eine Zickzack-Oberleitung. Wunderbar. Alles vorhanden. So, alles grün. Vorsicht, mein Hauptsignal. Schon mal eine Rangierlokomotive. Mit 294. Die Arbeitsbedingungen stehen auch hier. Wunderbar. Bestimmt gerade koppeln oder irgendwie so. Oder den Zug auf Abfahrt prüfen. Whatever. Ja, jetzt noch mal wieder beschleunigen auf 120. Oh,
Mann, das ist ja auch immer eine Baureihe, auch extrem geil. Auch wirklich das Schöne an den S-Red-Line-Zügen. Aber für brauchst du keinen Soundboard, die haben schon ja, einen bearbeiteten Sound. Oh, Raffaello. Schild. Oh, sehr interessant, aber Signale gibt es keine hier. Natürlich ein bisschen blöd. Was finde ich schön auf der Strecke Blankenese-Saarlouis entstanden mit den BU-Signalen. Muss ich sagen. Hat mir da sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass auch in Zukunft auch davon mehr Strecken kommen, wo auch ja, funktionierende BU-Signale dabei sind. Natürlich auch schön. Allgemein wäre es mal schön, wenn man mal mehr deutsche Strecken rauskommen würden für Transamerica. Vor allem mal wieder eine Hauptstadt. Eine Strecke. Ja gut, ja, bringt man Berlin, ja gut, aber trotzdem weiter. Regionalbahn, wir brauchen mehr ICE-Strecken. Richtig schöne ICE-Schnellfahrtrassen. Sowas brauchen wir. Sowas wird gewünscht. Vor allem mal der Berliner Hauptbahnhof von oben, also der obere Teil. Wo die Züge dann auch wirklich mal Alexanderplatz, Zoologischen Garten, Ostbahnhof, Südkreuz, Berlin-Spandau und so weiter fahren. Ja, auch sehr cool. Ihr wisst ja, meine Favorites sind dann der RE. 2 vom Cottbus nach Wismar. Man muss ja nicht die komplette Strecke bauen. Schön wäre es, aber man muss es nicht machen. Man kann ja, wir sind hier von Cottbus bis Berlin, bis Berlin-Spandau. Da hat man so weit oder bis 9 zum Beispiel. Da fährt man immer durch komplett Berlin rumrum und dann nimmt alle Bahnhöfe mit. Von Friedrichstraße, Alexanderplatz, Ostbahnhof, Hauptbahnhof, Zoologischer Garten. Wannsee und ach, schieß mich doch, was haben so alles dazwischen kommt. Oder RE1 von ja, Frankfurt oder nach Brandenburg an der Havel, auch komplett durch Berlin und Potsdam. Natürlich auch schön. Allerdings beginnt er eigentlich auch erst ab Cottbus und fährt auf über Cottbus, fährt er dann an Buben dran vorbei, also wir können über Buben. Über Frankfurt oder Henken, Berlin, Potsdam, Brandenburg, dann eigentlich weiter bis nach Magdeburg. Könnte man natürlich das super auch machen, aber ah. Okay. Mal abwarten, was dies Jahr uns kommt. Also, wie gesagt, zwei deutsche Strecken sind bis jetzt angekündigt. Eine ist im Bau, das ist die Ringbahn Berlin. Ich denke mal, da werden wir auch bestimmt ein neues Fahrzeug dazu bekommen. Und von erstes Pro werden wir auch die Strecke München-Ingolstadt, müsste es sein, ja, bekommen für den Schweizer Norden. Das haben sie ja in ihrer Roadmap für das Jahr 2023 angekündigt, so gesehen. Ja, die dann auch kommen wird. Und dann noch sämtliche Strecken in Österreich, die dann weiter nach oder in Richtung Bratislava fahren und so weiter und so fort. Naja, mal gucken. Wird sicherlich schon einiges kommen, hoffentlich. Auch dafür gibt es bestimmt auch ein, zwei Strecken. Gehe ich ganz stark davon aus, machen. Obwohl ich schon so ein bisschen die Befürchtung habe, die zwei Strecken könnte ich mir denken, dass wir vielleicht oder wahrscheinlich die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg sein. Über Fulda, die es ja schon für Train sind, wo 3 gibt. Und vielleicht Oldenburg-Bremen, dass sie die Strecken dann eben halt auch für den Train Simulator rausbringen. Aber ja, muss ich unbedingt zeigen. Also ich bin jetzt einer, der später beide spiele. Ne? Sieht man anhand auch von den Videos. Und ich finde es eigentlich ganz schön,
ja, wenn das Spiel die Strecken hat und das andere Spiel hat eben halt andere Strecken, finde ich ganz schön, weil was kriegt es mir, wenn ich es mir dann für, ja, weiß ich nicht, für einen Trendloader kaufe, dann für den TSB oder für, erst für TSB und dann für Trendloader, ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Fan davon. Dann lieber andere Strecken. Es gibt so viele schöne Strecken, so viele Großstädte, die wir nicht anfahren können. Ne. Darüber würde ich mich schon echt freuen, muss ich sagen. Aber naja, wie gesagt, wir warten mal ab, was kommt. Wir warten mal ab. Oder so Schnellfahrstrecke Hamburg. Hamburg-Berlin. Ja, das wäre ich auch super. Schön bei Lieblingslust in Wittenberge. Wäre natürlich auch super, aber wie gesagt. Habe ich jetzt schon wieder eine Zwangsbremsung, Alter? Wegen was denn? Schon wieder irgendein scheiß Signal übersehen oder was? Vorsignal? Was war das jetzt denn? Oh. Ach, Signal, ja. Gut, Vorsignal. Aber das Vorsignal habe ich nicht erkannt. Ist zumindest erteilt die Überfahrt. Super. Kurz vorm Dings ja. Na, vom Bahnübergang. So, die zweite Zwanse. So. Da noch lösen. Lass mal nochmal lösen. Gelöst. Können wir jetzt wieder los. Was sagt das Signal uns da vorne? Nee. Nicht mehr der Taste. Aber mal ganz kurz gucken gehen hier. Ja, Zeck ist gesperrt, aber haben Überfahrt. Also 25 bis 40. Rein theoretisch gesehen. Läuft da wie ein Länderspiel hier, Freunde. Läuft ja super. Na ja, gut. Kriegen wir schon hin hier. Da sieht man die Transformatoren natürlich echt gut, muss man sagen. Das ist keine Weltklasse, aber. Es ist in Ordnung. Das heißt, ich muss auch mehr auf die Vorsignale achten. Das sind hinter diese asbachweiten Scheiß-Flip-Signale. Kenne ich immer nicht. Oh, finde ich furchtbar. Finde ich furchtbar, diese Signale. Oh, die Signalsysteme. Organisierung abgelaufen. Ach du Scheiße. Erteilt, okay. Ja, ist erteilt, so unter 24, da 25 sind, Entschuldigung. Ungefähr 40 dann gleich. Schauen wir mal wieder zu 185. Kommen. Das war auch nur Ankommen heute. Aber dazu müssen wir erstmal beschleunigen. So. Und ein bisschen mehr die Signale im Blick behalten. Also, das war schon die zweite 20 für heute. Ah, klasse, ja. Live, der wirklich super. Was zu lachen.
ich habe es nicht erkannt, ne? Diese Vorsignale sowieso nicht, keine Ahnung. Katastrophe. Ah, naja. Wird schon schief gehen. So, 20 Minuten noch bis nach Rennen. So. Und 34 Kilometer noch bis nach Singen. Dann haben wir es geschafft. Wunderbar. Ja gut, also knapp 115 Kilometer waren es ungefähr, circa, die wir ja, zurückgelegt haben. Das ist schon ordentlich, muss man sagen. Aber es geht schon. War wenigstens eine schöne Fahrt. Oder, beziehungsweise ist ja immer noch, ja, dann noch über 30 Kilometer vor uns. Oh, ich sehe normale Signale. Oh, ich gehe krachen. Oh, schön. Schön. Oh, normales Vorsignal. Sehr gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Dann wird sicherlich und definitiv weniger passieren. Ist alles grün. Da vorne sehe ich was blinken. Das Hauptsignal blinken. Können wir schon mal bremsen. 10 Ankündigung. Wahrscheinlich ankommen für 40, für 80. Kann ich mir gut denken. Ah, wir noch 80 fürs nächste Hauptsignal. Mal ankommen für 80. So. Ordnung, auf gehen wir mal runter auf 80 und tun ein bisschen gegensteuern. So, dann sollte eigentlich nichts passieren. Schon auf Treibern und auf der rechten Seite haben wir ein paar leere Güterwagen. Ja, kein Wagen drüber, sehr gut. 80. Dann geht es wieder steil berghoch hier. Genau. Jetzt gucken, was wir jetzt auf dem Streckenabschnitt haben. Ah ja, wir haben ein paar Kurven. Aber es ist extrem doll. Aber das ist nur so eine Umleitspur, ne? Achso. Geht woanders hin. Hier Tüchlingen und hier. Oh, Tüchlingen. Ja. Interessant. Naja, schön. Die Landschaft ist wirklich wunderbar. Schwarzwald, sowieso schön. So, meine Großtante wohnt in Schwarzwald. Irgendwie so. Aber, keine Ahnung. So, jetzt ist leider Billo-Stift mir runtergefallen und ich finde ihn jetzt nicht. Ach, Leute. Das läuft ja gar nicht weiter. Aber naja, was können wir machen? Abgesehen fahren und nicht mehr fahren. Kurven sind immer perfekt für Tampets, ne? Habe ich bestimmt schon 80 Bilder gemacht, dann kann ich mir wieder schön raussuchen, was ich was wie nehme. So. Kommt gleich auch wieder der ein oder andere Tunnel wieder zum Vorschein. Gehen wir dann durchqueren werde. Mit 2,4 Kilometer dürfen wir auf 90 beschleunigen.
sind 10 km/h mehr und 10 km/h machen sich schon bemerkbar. Muss man sagen. Sehr gut. Ah, hier kommen noch die Strecken dazu. Irgendeine. Die aber nicht elektrifiziert ist. Oh, jetzt geht es wieder los mit diesen blöden WIP-Signalen. Oh, Leute, Alter. Es ist ja. Die Signaltypen ändern sich ja genauso viel wie, wie ich meine Unterwäsche am Tag. Furchtbar. Oh, nee. Finde ich schlimm. Oh. Vorne ist jetzt wieder, oh Gott, wieder was anderes. Ey, ja, 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 ja. Das macht einen echt fertig, muss man wirklich sagen. So. Vorsignal ist grün. Gut. Aber wieder ein ganz anderes Hauptsignal hier. Aber die Wippe ist nach oben, also das heißt Fahrt. Gehe ich zumindest davon aus. Wird schon irgendwie richtig sein. Man hofft es zumindest. So, geht's wieder in den nächsten Tunnel rein. So. Altinger Tunnel. Und jetzt geht's gut bergunter. Beschleunigen. Langsam aber. So. So hört ein Schuh aus. Hat natürlich jetzt die AFB ordentlich zu tun. Mit Bremsen und so. Oh ja, wird sie schon schaffen. Wird es schon schaffen. Aber ich weiß auch nicht, was schöner ist. Berg hoch oder berg runter fahren. Na gut, wenn man muss dazu sagen, wenn man eine AFB dabei hat, dann geht es immerhin noch. Aber hat man keine, dann ist natürlich richtig scheiße. Da bist du ja nur beschäftigt. Bremsen oder Gas geben. Ja. Die Herausforderung ist auch immer, die Geschwindigkeit zu halten. Ja. Natürlich auch noch schwierig. Dann mit der AFB ist natürlich einfacher. Die stellt Seilen auf 90, Bremsen ist gelöst und kannst selbst noch gegendrücken, also gegensteuern mit den Fahrschalter. Und die macht dann einfach. Tut automatisch dann Gas geben, tut automatisch Bremsen. Kein Problem. Das macht sie alles. Das wäre der eine oder andere Reihe nicht so der Fall. Zum Beispiel 155, 218, 110. Na, da sieht das schon anders aus. Da hat man mehr zu tun. Gefällt, muss man darauf achten, weil die Hektometertafeln noch so ein bisschen angerostet. Ja, sieht ja gut aus. Gefällt mir persönlich auch sehr gut. So. Schön, und die Kurven, das hält mir richtig gut hier. Richtig genial. Ist auch wirklich, wirklich
eine schöne Strecke. Kurvensounds passen. Wunderbar, Zickzack-Überleitung, verschiedenste Signaltypen. Oh, schon echt eine tolle Strecke. Vor allem eine lange Strecke vor allem, wo man eben halt auch alles dabei hat. Über langsam Fahrstellen, wo man 100, 120, 130, 140 bis auf 160 beschleunigen kann. Und alles dabei. Sehr schön. Sehr kurvig, der Streckenabschnitt jetzt sicher, ne? Das ist jetzt sogar schon hier. Mal gucken. Ist noch ein Stück, ne? Bis nach dem. Machen wir mal wieder zu. Was ist das? 89. Nee, 185, Entschuldigung. Entschuldigung. Das hab ich mich irgendwie vertan. Ah, jetzt aber auch mal den Sound erkannt. Die Form sah irgendwie gleich aus für mich. Irgendwie. Ach ja. So ist es. So ist es. So, haben wir gleich Engen erreicht. Sollen wir rüberfahren. Gucken, was da uns die Signale und all so gleich viele tolle Sachen erzählen werden. 80er Ankündigung ist er schon. Halt im Monitor zu sehen in 2 Kilometern. Genau. Mal googeln. Bis jetzt hat auch alles ganz gut funktioniert, abgesehen 2 Zwanse. Eine 90er Zwanse, weil ich wusste auch nicht, ob das ich 90 bestätigen muss. Keine Ahnung, kann auch sein, dass es natürlich ein Fehler war vom TS. Man weiß es nicht. Ja, und eine Vorsignalzwanse. Blöd gelaufen. Ja, bei den 80 glaube ich hier ein Herzmagnet. Ist auch nicht. Gut, brauchen wir nicht bestätigen. Ist mir in jedem Fall auch schon aufgefallen. Auch ein paar Signale oder Vorsignale bestätigt. Also 60, 80, 70, aber hab nicht gesehen, weil ich drauf geachtet. Auf der Strecke, ob da Nerz war, also Magneten war. So, links alles grün. Oh, schon mal gut, ja. Vorsicht, das auch grün. Fürs nächste Hauptsignal. Oh, sehr gut. Fahren wir einmal durch Engen. Dann dürfte es nicht mehr weit sein, müssen wir singen. Aber steht ein Talent 2, eine Hamsterbacke. Sehr gut, so 40 Kilometer noch, dann haben wir es auch geschafft, ja, die heutige Fahrt. Kommen wir mal noch 198, eine Schwarzlackierung von MRCE oder wie das ausgesprochen wird. Wunderbar. Ich glaube, dürfen wir nochmal bis auf 120 beschleunigen, also den Großzug, ja. Wunderbar. Schön. Ah, schon eine coole Aufgabe. Schöne Güterwagen. Ich muss ja auch mal die Jungs und die Mädels von 3D-Zug geloben werden. Sind übrigens deutsche Entwickler, der Hauptsitz ist in Hamburg. Jetzt sich alles täuscht. So, dann muss ich mich auch wieder auf 120 stellen. So. Langsam beschleunigen.
richtig sauen lassen, ja, richtig Gas geben nochmal. Aber ich gleich Pause, juhu. Ah, schon anscheinend, wenn du so ja, Stunde 30, knapp 2 Stunden sitzen tust, ne? Muss ich konzentrieren, das ist alles schon hart. Oh Junge, jetzt ja unter richtig. Ach, ganz schön. Auf die Eisengang hier. Ja, so ist es. Nee, ist schon anstrengend, ne? Das ist. Dafür muss man geschaffen sein. Die haben ja auch nur bestimmte, also dafür haben ja auch nur eine bestimmte Zeit, dass sie fahren, wo sie fahren dürfen. Ich glaube 4 Stunden oder irgendwie so, dann, sind sie, also dann müssen sie eine Pause machen. Oder glaube 6 Stunden allerhöchstens, irgendwie so, keine Ahnung. Das ist wie LKW-Fahrer, die haben ja auch so eine Fahrer-CD-Scheibe, ne, wo es dann alles draufsteht, wie lange gefahren sind. Also dass der Zoll, Polizei, die Unternehmen oder das Unternehmen eben nachweisen kann, eben halt, dass eben halt sein Arbeiter so und so lange gefahren ist. So sieht es, also ist ja bei der Bahn so ähnlich. Das sehen sie ja anhand vom Fahr, also sieht der Fahrdienstleiter hinter ein, die müssen sich ja anmelden und abmelden dann, ne? Genau, wie lange der unterwegs war. Oder schon ist der Fahrer. So ist es. So ist es. Oh, was ist denn die Produktion hier? Oh, interessant. So ist es. So ist es. So. Am Bahnhof. Durch. Schön. Auch die Details, was ich sagen. Schon echt schön. Also anscheinend Kilometertafel ist ein bisschen angerostet gewesen. Und ein Trailer standen irgendwo rum, einfach nur Bahnarbeiter standen an der Strecke, haben wir auch gesehen. Ah, schon echt klasse. Wir sind im Dunkeln gestartet, mittlerweile ist es hell. Wir hatten einen ja, schönen Sonnenaufgang gehabt. Und verschneit ist es auch noch. Also hier ist was los, Freunde. Hier ist was los. So, 7 Kilometer noch ungefähr. Und dann haben wir es auch eigentlich geschafft. Juhu. Ich bin ja eher so lieber ja, der Personenzugfahrer, ne? Also ob es S-Bahn, U-Bahn, Regionalbahn oder Schnellfahrzeuge sind. Die fahre ich lieber als Güterzüge, aber so, ja, so Güterzug kann man ja auch mal zur Abwechslung machen. Vor allem wenn es schöne Aufgaben sind und eine schöne Lokomotive ist, fahre ich dann natürlich auch mal sehr gerne. Führerschein sich jetzt mal ausgemacht, ist jetzt hell genug, braucht man nicht. So sparen wir auch ein bisschen was. Wir sollen ja sparen. So. Dann ist da oben auf dem Berg ein Schloss, eine Burg. Eine Burg sein. Sieht sehr interessant aus. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Aber so ist es. So ist es. Geschwindigkeit schon mal runter. 2 Kilometer.
über 70. Langsam anfangen mit Bremsen. Fahrsignal ist gelb, ist also orange. So, halt erwarten. Talent, Talent konnte man sehen. Ein Busskollege. Fragen wir einfach gleich mal die Fahrdienstleute, ob wir das Signal einfach überfahren dürfen. Fragen ist erteilt. So. Fahren wir trotzdem unter 25. Ich denke mal, wir haben bestimmt noch einen 500er reinbekommen. Und damit mit 440 fahren wir wieder rüber. So, sind wir alles jetzt wieder Roller gewesen hier. Brauchen wir nicht bestätigen. Da ist auch der 500er schon. Mit Befehl 40 tun wir es überfahren. Das Signal. So. Befehl 40. So, dann kommt er doch jetzt weg. Und wir dürfen dann wieder beschleunigen. Auf 70. So, und das nächste Signal darf ich wiederum nicht überfahren. Das Rangiersignal. Aber es kann natürlich auch sein, dass noch ein Zug vor uns reinkommt. Kann ja alles sein. Das hat er gesagt, vor dem Einfahrtssignal. Das kann das sein, dass ich warten muss oder irgendwie. Was hat er ja gesagt? Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Na, dann warten wir einfach mal, ob sich hier was tut noch. Ah, kann ich mal gucken. Wir sind gerade hier. Sollen Bildung 1, ne, 12, hier halten. Und 2, also. Wie sieht es aus eigentlich von den ganzen 2? Weichen sind soweit aufgestellt, sieht zumindest gut aus. So, hier rein. So. Ausgestellt, aber hier fährt noch ein Zug ab. Wir warten den mal noch ab. Dann. Mal gucken. Fahrtigkeit sagt zumindest verweigert. Nicht, dass wir jetzt einfach fahren können, sein, dass er jetzt hier geradeaus fährt. Wir warten mal ab. So ist es ja. Da hat jeder Vorfahrt abgesehen, außer wir. Aber selbst die letzte Bummelbahn hätte selbst Vorfahrt. Ja, so ist es. Hat jetzt hier mal einen Zug? Ach, da steht da glaube ich erst noch, ne? Was sieht mir jetzt so aus, als würde der uns hier entgegenkommen? Naja. So ist es. Schön. Transformator. Wir machen aber komische Sounds irgendwie. Naja, jetzt. So. Ja. So, Freunde, los jetzt hier.
Also noch irgendeine andere Regionalbahn. Die könnte geradeaus fahren. Mal warten. Ja, das Steigerstück geht dann noch weiter bis nach Konstanz. Hier darf man nur 160 fahren oder irgendwie so. Naja. So warten wir mal halt. Das Leben besteht manchmal einfach nur aus Warten. Zeit. Ah, ich sehe gerade, warum machst du 100 mal? Oh. Na gut. Hätten wir gar nicht so schnell fahren dürfen eigentlich. Maximal nur 100. Vielleicht wird ja nur 20 fahren. Also wenn wir die Gelegenheit hatten, sagen wir es mal so. Ist ja natürlich auch was. So langsam könnte es mal umspringen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach fahren sollte. Also ich fahre hinterher und sagt, das ist nicht. Die Weichen soweit sind ja gestellt. Oh, bin ich denn jetzt? Hier bin ich. Ah, jetzt erfährt er. Genau. Auf mein Gleis. Aha, okay. Da fährt einer. Aha, so. Dann müsste eigentlich unser Gleis gleich frei sein. Dass ich eigentlich fahren darf. Eigentlich. Und die Fahrdienstleitung anfangen. Aha, so. Jetzt dürfen wir. Na dann, die Fahrt fortsetzen. So, und unsere Abstellanlage fahren. So. Naja, das gehört halt dazu. Wir haben noch Dienstag hier, auch wieder in der Regionalbahn. Tag, Kollege. So ist es. Die Weichen sind alle richtig gestellt. Fahrt ist nur mit 30 jetzt hier gestartet. Ist auch in Ordnung. Machen wir halt mal hin. Und der steht hier noch abgestellt. Hier ist was los. Ist egal, die Weichen können wir auch alle manuell steuern, ja. Ist natürlich auch interessant, so. Sie fahren die vergessen. Aber hey, nur 220. Muss man ja mal sagen. Man kennt auch mehr, also das geht auch anders bei mir. Also, du hast schon mal mehr gehabt in deinem Video. So, und dann hat Singen erstmal ein paar neue Transformatoren. So. Wunderbar. Wunderbar. Hat er dennoch irgendwie ja doch noch alles funktioniert. Sehr gut. Da bin ich ja schon mal froh darüber. 500er geht auch ein. Fahren aber noch vor, weil rollen noch ein bisschen.
nach vorne. Genau. So. So, ist in Ordnung. Schon ausrollen lassen, also ganz langsam bremsen zum Schluss. Sehr gut. So, dann ziehen wir die Bremsen an. Machen auf B aus. So, Richtungswende zurück. Schalten Sie HP zu B auf. So. Hier die Fahrdienstleitung an 40 29 3, bitte kommen. 40 29 3 hört. Wie ich sehe, bist du im Sinn. Dann hast du es erst einmal Feierabend. Gut gemacht und bis bald. Kein Problem, dann bis morgen. Tschüss. So. Und damit haben wir auch ja, diese wundervolle Aufgabe von 3D-Zug geschafft. Wie gesagt, alle Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ja, hoffe, wie gesagt, dass ihr alle gut reingerutscht seid ins neue Jahr 2023. Und ja, freue mich natürlich, wenn ihr noch einen Daumen nach oben da lässt. Gerne den Kanal kostenlos abonniert, die Glocke aktiviert, um keine weiteren Videos oder Livestreams zu verpassen. Und dass ihr eben auch eine tolle Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder live bin. Genau. Und ja, damit würde ich sagen, bin ich raus. Euer Schulz, euer Jankus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.